Mahlzeit. Oh ne. Mahlzeit. Willkommen zurück zur internationalen portugiesischen Weltmeisterschaft. Wir wissen es schon, wer gewinnt, also deswegen brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Egal. Ich habe nichts gesagt, gucken Sie mich nicht so an. Oh, schöne Waden haben sie. Immer noch Qualifikation. Ja. Wollen wir mit den spielen oder nicht? Ja, wir können das drauflesen. Bitte direkt ernst? Ja. Okay. Ja, seitdem wir angefangen haben, jetzt mit den Let's Playen, haben wir uns nicht mal einmal die Tonqualität oder sowas angeguckt. Okay. Oh, du bist auch nicht fähig, ne? Unprofessionell. Weiß ich doch. Scheiße. Normalerweise ist das jetzt schon dran, wo ich stehe. Ja, die ist klar. Aber er hier ist unfähig. Ich möchte mal zeigen, wie unfähig ich bin. Das war unfähig, unprofessionell und leichtsinnig. Daraus hätte man ein Gondor fahren können. Das du, mit deinem 0% vorhandenen Stellungsspiel. Aber ich schieß toll. Ja, ja. No. Unprofessionell ist immer noch die beste Professionalität, die es gibt. Ja, richtig. So sieht's aus. Weil das kann man nicht durchblicken. Auch wenn man denkt, dass man es durchblickt hat. Und dann kommt wieder was anderes. Okay. Und dann zack, kommt so ein Tor. Ja. Und SpongeBob. Manchmal, hallo, kann ich nicht hören, es ist so dunkel hier. Boah, Patrick, was weißt du, wie viele Matratzen das hier sind? 10 oder so. 10? Du bist so schlau. Boah, Patrick, du bist so intelligent. Ja, ich frag mich sowieso, warum SpongeBob immer noch zu Patrick den irgendwelchen Intelligenzfragen geht. Was die alles beigebracht hat, bekommen hat. Fuck! Power Pressball. Kommen! Jo, alles klar, komm von hinten. Nein, ich hab nichts getötet, sorry. Nur was gegen Erdogan. Richtig. Also zeig uns an. Nicht, das macht es uns wirklich nur. Was wollen wir Erdogan gesagt haben? Erdogan, Erdogan. Ey, das ist cool, das ist Promo, wenn er uns wirklich anzeigen sollte. Der YouTube-Kanal Baselife World wurde von Präsident Erdogan angezeigt. Beleidigung! Ja, weil wir seinen Namen erwähnt haben. Erdogan, 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 Erdogan. Erdogan, 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 Erdogan. Sollen wir noch so nett sein und es ihm als E-Mail senden? Hallo Erdogan. Ja, Erdogan. Erwähnt. Das ist so Promo und so. Erdogan, Erdogan. Sie haben einen kleinen Penis. Oh, ist das die Schmähkritik? Was? Fettkritik? Schmähkritik. Was ist das denn? Ja, wenn du ihn direkt... Gibt's dieses Wort? Ja. Krass, Mir. Genauso wie schmecke dich. Krass, Mir. Ja, dann solltest du mal Nachrichten gucken. Ach nee, die sind ja eh Verblödung. Erdogan, Erdogan, Erdogan. Bestes Beispiel. Ey, das war Intelligenz pur. Alles andere ist Erdogan. SpongeBob? Nein, Erdogan. Ich will nicht wissen, wie viele Parts wir jetzt schon haben. Penis. Ah, Part Penis, okay.
haben, dann haben wir Butter an den Füßen, kann das sein? Ja, ich glaube, der hat angesteckt, einfach weil das kann. Ja. Siehst du? Butter an den Füßen. Butter im Café. Wie haben wir das eigentlich dieses Mal gemacht? Bisher keine Niederlage zu kassieren. Einfach gut sein. Ich meine, selbst im Links haben wir bisher 3 Niederlagen. Wo? In der alten Saison. Ja, da hatten wir aber auch noch nicht so gute Spieler, ne? Ja, trotzdem. Erst zuletzt hatten wir dann hier Reus und Co. Und die ganzen guten Spieler. Ah. Ich meine Traumecke. Und jetzt? Verdammt. Aber trotzdem, den Schuss hätte ich nicht gerne im Kopf bekommen, ey. Schon wieder? Cool, noch eine Traumecke. Aber EM haben wir ja auch easy gewonnen. Ja. Ich liebe solche Ecken, ne? So einen Schuss hätte ich ungern gegen den Kappes bekommen. Da ist ein bisschen Wucht hinter. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ne? Kein Stück härter. Nur so ein bisschen. Die rasten ja immer noch aus. Und sie feiern immer noch. Hey, das geht ab. Wir gucken in die ganze Nacht. Die ganze, hey, das geht ab. Lauf, Schlampe, lauf! Opiroki und Lüg, damit du die Flanke bist. Kann ich nochmal so eine Traumecke? Ja, irgendwie. Die geilsten sind halt, wenn alle im 16er sind, außer einer oder einem im Kreis. Eckball. Was sind sie über den Haufen gelaufen? Ich wette, der Portugiese hat sich nur gedacht, ey, Hunde kacke. Tschüss. Mal gucken, ob diese, also Ende dieser Saison, Anfang nächster Saison wieder eine Anfrage von China bekommen. Damit China auch mal wieder populär wird. Internationales Trainerziel. EM-Qualifikation. Ach, WM-Qualifikation. Das war geil. Die Entscheidung zwischen China und Portugal war sehr schwer. Es hat lange gedauert, bis wir uns für Portugal entschieden haben. Ungefähr 2 Sekunden. Und da wird schon weg. Und da geht das Tor nicht ein. Und da kommt Ronaldo zu spielen. Hat nur da nicht noch irgendeine Diskussion beim letzten Mal, als wir WM-Qualifikation hatten. Wegen irgendwie mit Mädels, mit Fetten und so und wegen Tattoos und... Gang-Tattoos kann ich
Das war doch erst am Ostern. Da kenne ich mich leider nicht mit aus. Tut nicht so. Ja. Mit Ostern oder mit den Fetten? Beide. Lügenpresse, Lügenpresse. Ich nehme mir Geldgenerator. Hat einen Spruch dir gefunden. Gar nicht zum Einsatz wirklich. Ja? Ja, nicht mal ein Torschuss in der, oder wirklich ein Torschuss in der Zeit. Da kommt Ronaldo und so ein Ball nicht rein. Na klar. Das will ich doch gar nicht erzählen. Warum wacht denn Ronaldo? Rennt er zurück und stellt sich vor dem Gegner. Ist das denn zu glauben? Wie immer noch ist 2-1. Ja, ich krieg keinen Tor rein. Egal was die machen, die setzen komplett auf Block. Türkei. Oh Mann, ja. Meister Eder rein. Taktik auf Konter. Ich krieg echt nichts rein. Die setzen so dermaßen auf Verteidigung. Und verhüten die gut. Verhüten. In 10 Sekunden oben? Nein, ich habe nur den Trippel. Krieg nichts rein. Das hätte ich nicht gedreht, da wäre er drin gewesen. Ja. Trotzdem, normalerweise mache ich diese Schüsse. Meister Eder. Mit dem kannst du auch von da schießen. Was hast du mir früh?
alles. Coentrao. Auch eigentlich ein guter Spieler, den man sich mit einem alten Knoten mit Klappett. Was ist denn jetzt los? Die ganze Zeit kriege ich nichts geschossen. Und jetzt auch einmal, ey. Zwei Tore. In zwei Minuten. Du musst dir erst eine Runde schießen. Ich hätte so gelacht. Nur einfach weit weg. Weit, weit weg. Ja, genau. Da steht sich hinter ihm. So, jetzt ist der Gegner eine dicke Kette. Oh, der neue Welt, der Kerl. Sie haben nichts mehr hinter, der hat auch keine Kraft mehr. Auf einen ewig langen Sprint. Jetzt ihn da ganz außen an, anfeuern, ja. Und direkt die Kette geben. Wie gesagt, ich liebe diese Ecken. So, macht eine Ecke. Und das war's dann schon wieder. Hast du gemerkt, wie? Anscheinend ja. Ey, das sieht aus wie The Flash, guck mal. So muss es aussehen, wenn The Flash sich einfixt, Alter. Ja, und mit diesem intelligenten Spruch verabschiede ich mich mit dieser Aufnahme. Tschüss.